Eine geniale Kampagne, schmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge und eine unfassbare Metal Gear 5 Aktion. Ja, heute wird eine gute Folge. Hallo, werte Ladies and Gentle Nerds! Geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder wie beispielsweise Polen haben ein Problem mit rechtem oder homophoben Gesocks, das im Internet seine Scheiße verbreitet und ein Hetzkommentar nach dem anderen rauskotzt. Was tut in meinem Internet an? Wo sind all die Laservelociraptoren dressierenden, einhornreitenden Nyan-Nyan-Kätzchen? Ich vermisse die guten alten Tage. In Polen allerdings sorgt jetzt eine ziemlich brillante Kampagne für ordentlich viel Diskussionsstoff. Und genau so muss es ja sein. Die Videokampagne zeigt unter anderem ein junges Mädchen, das Homosexuelle auf übelste Art und Weise beschimpft und sich dabei immer weiter in Adolf Hitler verwandelt. Ziemlich cool gemacht, ja. Ziemlich eindeutige Aussage, oh ja. Ziemlich kontroverse. Warum? Klar schreien die einen jetzt, man darf keine Witze im Zusammenhang mit Hitler machen, und ich sag doch, wenn man über etwas lacht, dann nimmt es den Schrecken daraus. Es macht es lächerlich und wehrlos. Und genau so drastisch muss man damit umgehen. Ich persönlich feiere die Kampagne extrem. Was sagt ihr dazu? Geht das zu weit? Ist das gut getroffen? Braucht es sowas vielleicht auch in Deutschland? Eure Meinung dazu mal ab in die Comments. Über 800.000 Flüchtlinge werden dieses Jahr in Deutschland prognostiziert. Das ist, wow, eine ganze Menge. Jetzt schreien die Leute, das können wir uns nicht leisten. Daran geht Deutschland zugrunde. Und ja, widerlich schmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge sind ein Riesenproblem. Allerdings meine ich damit nicht die armen Schweine aus Syrien. Die Prognose sagt, dass Deutschland für diese Flüchtlingswelle bis zu 10 Milliarden Euro aufbringen muss. Krass. Aber wer da rumschreit und jetzt vom wirtschaftlichen Bankrott faselt, weil die wollen ja alle nur den Sozialstaat ausbeuten und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Beides auf einmal? Moment. Egal. Zurück zum Thema schmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge. Da rede ich für meinen Teil von den gut betuchten Geldsäcken, die ihr Geld aber fix 2-3 raus aus Deutschland bringen und dem Staat damit einen Steuerschaden von mehr als 100 Milliarden Euro im Jahr einpreschen. Und das, Freunde, sind schmarotzende Wirtschaftsflüchtlinge, nichts anderes. Dieses Missverhältnis aus, oh Gott, da kommen arme Schweine, die aus einem Kriegsgebiet flüchten, weil sie sonst massakriert werden, und oh mein Gott, Deutschlands Wirtschaft wird daran zerbersten, das können wir nicht tragen. Ach übrigens, ich müsste mal eben noch schnell 1,6 Millionen Euro in die fucking Schweiz überweisen. Dieses kleine Missverhältnis zwischen angeblichem Wirtschaftsflüchtling und Wirtschaftsflüchtling ist es, was mich aufregt. Eure Meinung dazu, falls ihr überhaupt eine habt, gerne in die Comments, ne? Dafür sind sie da! Kommen wir zu meinem persönlichen Fail der Woche. Falsche Show, egal. Viele von euch haben vielleicht mitbekommen, dass die Bild-Zeitung eine Aktion initiiert hat unter dem Motto Wir helfen, wobei verschiedene Clubs, Fußballvereine etc. mit diesem Badge auf dem Platz auflaufen sollten, damit spielen sollten, zeigen sollten Refugees welcome und in einem Rutsch noch Werbung für die Bild zu machen, denn die konnte nicht darauf verzichten, auf diesem Logo auch ordentlich präsent zu sein. Nun ist die Bild eher dafür bekannt, Stunk gegen Ausländer zu machen, gegen Griechenland, Artikel darüber zu verfassen, wie Asylbetrüger den deutschen Sozialstaat ausbeuten. Zurzeit ist es aber einfach viel cooler zu sagen Refugees welcome, deswegen machen wir jetzt so einen Move, weil wir sind die Bild und voll clever. Nun hat allerdings der erste FC St. Pauli so gar keinen Bock darauf, Bild-Werbeträger zu sein und sich an so einer plump-plakativen Hype-Show zu beteiligen. St. Pauli sagt also, nö, da machen wir nicht mit. Wir haben unsere Integrationsprogramme, wir haben unsere integrativen Sportveranstaltungen, wir sind ohnehin dafür bekannt genug, da anzupacken, wo es brennt. Das mit der Bild jetzt diese Heuchelei ist uns zu doof. Nun hätte man das natürlich so hinnehmen können, außer natürlich, man ist die Bild-Chefredaktion und versucht, einen Shitstorm gegen den FC St. Pauli loszutreten, indem man sagt, bei ihm wären Refugees not welcome. Dass das nicht nur dreist und falsch, sondern auch tatsächlich gelogen ist, das war jetzt mal außen vor, aber hey, soll's, interessiert doch keinen. Mittlerweile haben sich auch andere Sportvereine von dieser Aktion distanziert, denn die Absichten sind doch zu, Wendehals-Metapher, Schmerz. Naja, ihr habt schon verstanden, was ich meine. Dieser Shitstorm ging also ordentlich nach hinten hoch, aber was meint ihr, was sagt ihr dazu? Gute Aktion, egal von wem sie kommt, gute Aktion, aber mega beschissene Reaktion oder eine Aktion der Bild, die überlegen sich das morgen wieder anders, braucht kein Mensch. Was sagt ihr? Kommen wir jetzt noch zu zwei richtig krassen Aktionen aus der Kategorie Net to Know. Wobei die eine echt Net to Know ist und die andere mehr so No, 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 aber lasst euch überraschen. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain Spieler versuchen sich gerade am schier Unmöglichen. Angeblich ist es möglich, ein Ende im Spiel zu triggern, das nur dann erreicht werden kann, wenn man sämtliche atomaren Waffen aus dem Spiel ausschaltet. Also
Unarmed und dann eben entsorgt. Da Metal Gear allerdings mit dem Basenprinzip einen MMO-Ansatz hat, werden es A, immer mehr Spieler und B, weiß das gar nicht jeder, macht da gar nicht mit vielleicht. Und deshalb hat sich die findige Metal Gear Community jetzt zur Aufgabe gemacht, das ganze Ding in einem gigantischen Ausmaß bekannt zu machen, jede einzelne dieser Atomwaffen zu entschärfen und zu entsorgen, um dieses fantastische Ende zu triggern. Allerdings macht jetzt schon eine Gegenbewegung Propaganda. Wir reden hier also wirklich von Metal Gear Solid Rebellen und dem Imperium, wodurch ein eigener Mikrokosmos im Spiel entstanden ist und Leute schon die ersten Prognosen stellen, dass das aus dem Spiel herausgetragen wird. Das heißt, eine Fraktion muss Spieler der anderen daran hindern, weiter zu spielen, dass das Ziel erreicht werden kann. What the fuck? Metal Gear Solid 5 von Phantom Pain zu so richtigem Pain auf dem Schulhof. Er gehört zu den Disarmern! Verprügelt ihn! Das wird super. Ich habe euch den Artikel dazu verlinkt, müsst ihr euch unbedingt mal reinziehen. Das ist der Hammer. Kommen wir jetzt zur zweiten Geschichte aus der Kategorie. Danke, glatt rasierte Pussy. Gottes Willen, nackte Katze, das hätte keiner schöner sagen können. Im US-Staat Wyoming ist ein 16-Jähriger zu Tode gekommen, weil er sich mit seinem Vater zu Tode gesoffen hat. Das besonders perfide, das Ganze soll sich so zugetragen haben, dass der Vater seinem Sohn eigentlich nur eine Lektion in Sachen Alkoholismus erteilen wollte. Er wollte erreichen, dass seinem Stiefsohn so schlecht wird und er den Kater seines Lebens hat, dass er Alkohol nie wieder anrührt. Das ist ja eine tolle Erziehungsmaßnahme, wow. Das Ende vom Lied ist tatsächlich, dass der Junge an dem Alkoholkonsum gestorben ist. Wie viel muss man jemandem in kürzester Zeit einflößen, um ihn umzubringen, verdammte Axt? Die Staatsanwaltschaft hat Ewigkeiten hin und her diskutiert, wie dieses Thema einzuordnen ist und hat sich jetzt auf eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung geeinigt. Ganz ehrlich, die Amis kriegen nicht in ihren Schädel, dass man nicht mehr mit noch mehr bekämpft. Wir bekämpfen Waffen nur mit noch mehr Waffen. Wir bekämpfen Krieg auf der Welt nur mit, naja, noch mehr Krieg auf der Welt. Und ich bekämpfe Alkoholismus mit, Alkoholismus. Ja. Aloha, Freunde, Sie sahen eine Folge Linnews. Es würde mich unendlich freuen, gäben Sie mir ein Däumchen nach Däumchen, oben, dann wird man dich loben. Klick einfach einmal auf den Like-Button, der ist mir schon wahnsinnig geholfen und ich freue mich tierisch darüber. Ihr könnt das Video auch teilen, wenn ihr wollt, mit eurer Katze, eurer Omi, euren Hamstern, wenn ihr sie noch nicht gegessen oder in die Mikrowelle gesteckt habt. Oder ihr druckt jeden einzelnen Frame des Videos aus und plakatiert irgendwas damit zu. Euren Deutschlehrer zum Beispiel. Why not? Wenn ihr damit fertig seid, da drüben, Let's Play-Gekröse, könnt ihr euch mal reinziehen. Wir schreien uns bei Killing Floor an, haben erst normal gespielt und dann auf hart und sind alle hart verreckt. Oder aber da oben. Unser Gaming- und Geek-Channel, Dr. Freud. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen Dr. Freud sehr ans Herz legen. Dieser Kanal ist noch ausbaufähig, wird weiterhin ausgebaut und es ist uns eine Wahnsinns-Ehre, wenn ihr uns auf dieser Reise begleitet. Einen wunderschönen Tag Ihnen noch. Und nun, Le Floyd Army, hör ich auf, so unfassbar dämlich zu quatschen und sag, jupp, Commando, to the Hootgas, es war mir eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Und jetzt ein Community F5 in 3, 2, 1, BAM!